Kino geht am 19. September auf. Wir haben bewusst das so gemacht, dass man kann schon herkommen, man kann einfach da mal reinlaufen, man kann sich das anschauen, man kann mal etwas trinken hier. Aber das Kino machen wir am 19. September auf, weil wir sehr stark auf ein studentisches Publikum gehen, auf die Leute, auf die Studentinnen und Studenten von der Unis und von der Fachhochschule. Und die kommen Mitte September kommen die wieder zurück, fahren wieder hier anfangen zu studieren. Und dann machen wir am 19. September, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, machen wir Events, um wirklich die Ouvertüre vom Corso können zu platzieren in der Stadt Fribourg. Ich denke, eure Unique Selling Proposition ist ein bisschen der Preis, oder? Ihr habt tiefere Eintrittspreise als die anderen. Genau. Ja, das haben wir bewusst so gemacht, weil für uns ist Kino im besten Sinn Mainstream, unabhängig von was, dass wir für Filme werden zeigen. Es muss billig sein, das Kino darf nicht so viel kosten, damit man auch wieder gerne zurück ins Kino geht. Wir möchten die Leute, die nicht mehr ins Kino gehen, wieder zurückholen ins Kino. Und für das muss der Preis attraktiv sein. Das heisst, es ist für Mitglieder und Kinder bis 16 8 Franken. Nachher von 16 bis 26, also vor allem für das studentische Publikum, ist es 10 Franken und dann für die Erwachsenen ist es 12 Franken. Was immer noch recht günstig ist, ja. Wie sieht es aus mit anderen Film- und Kinoakteuren in der Stadt und im Kanton? Habt ihr euch ein bisschen abgesprochen? Seid ihr willkommen? Abgesprochen ist das falsche Wort. Wir haben mit allen den Kontakt aufgenommen, wir sind mit allen diskutieren, weil wir gesagt haben, dass wir planen im September das Kino aufzutun. Auch mit der Überlegung, dass wir das Gefühl haben, es hat auch genug Filme, es hat auch genug Platz, wo wir wirklich versuchen, komplementär gegenüber den anderen Kinoanbietern zu sein. Bis jetzt ist noch kein Interesse von den zwei anderen Kinoakteuren klar gezeigt worden, dass man zusammenarbeiten will. Aber das heisst nicht, dass das in den nächsten zwei Jahren mal tatsächlich stattfindet. Ich denke vor allem auch an das Festival, an das FIF. Also ihr wäret bereit, hier als Festival, weitere Festival-Location gebraucht zu werden? Unbedingt. Die Türen sind offen für alle. Das heisst für das FIF, aber auch für andere Festivals. Wir haben auch schon mit der Kunsthalle angefangen Gespräche führen. Sind schon, die Universität ist schon auf uns zugekommen und so. Das heisst, unsere Idee ist eigentlich wirklich ein offener Raum zu sein für neue Ideen, für neue Kollaborationen. Die Türen stehen offen, man soll auch vorbeikommen. Wenn man Ideen hat, man kann uns auch eine Mail schicken, info@corso.ch. Und nachher diskutieren und schauen, was wir machen können. Ihr seid nicht nur ein Kino, sondern auch ein Ort, wo man kulturelle Events konsumieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann hier auch arbeiten oder einen Kaffee trinken, je nachdem. Genau, die Idee ist, dass wir jeden Tag offen haben, am Mittag. Man kann einen Film schauen im Lunchkino, jeden Mittag kommt ein Film in der Vorpremiere, man kann im Kino etwas essen, man kann einfach hierher kommen und seinen Computer einstecken, es hat überall Steckdosen, es hat ein freies Wi-Fi. Das heisst, Studierende oder Schülerinnen und Schüler können hierher kommen, ihre Arbeiten schreiben, Seminararbeiten schreiben, ich kann selber etwas mitnehmen. Unser erstes Ziel ist, dass die Leute sehen, ah, das ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne hier bin und wo ich gerne wieder zurückkomme. Und wenn ich eine gute Idee habe, kann ich echt hierher kommen. Und es wird aber auch ein Gastro-Angebot geben hier. Wir haben eine Küche, das war früher ein Kebab. Den haben wir übernommen. Dann sehen wir dort hinten, ist die Küche. Die haben wir neu gemacht mit dem neuen Gattel. Es kommt dann hinten noch ein Pizzaofen. Das heisst, es wird Pizza geben, Pizza alla Teia. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ganz andere gastronomische Angebote zu machen. Jeden Sonntag wird es einen Brunch geben, begleitet von Kinderfilmen, wo Kinder gratis können Kinderfilme schauen können und die Eltern können hier brunchen. Das Angebot, das kulinarische Angebot, wie auch der Bar, wird jeden Monat wird das neu aufgesetzt. Es wird andere Pizzas geben, es wird einen anderen Brunch geben, wir werden das Bier austauschen, wir werden Wein austauschen. Das Grundkonzept bleibt immer das gleiche, das heisst, die günstigen Preise vom Kino werden sich auch wieder in der Bar und im Restaurant wieder finden. Das heisst, es wird relativ günstig sein, weil unser Ziel ist vor allem, Leute haben, die gerne daher kommen. Und man wird daher kommen, können auf Französisch oder auf Deutsch reden. Das heisst, unser Personal, das wir suchen, das hier arbeiten möchte, spricht idealerweise Deutsch und Französisch.